It's beginning to look a lot like Christmas. Langsam aber sicher beginnt es zu Weihnachten. Barbara und Elisabeth Gressel luden zu einem ganz besonderen winterlichen Spaziergang durch ihre einzigartige Schmuckwelt ins Schloss Biber. Also wir sind heuer wieder im Schloss in Biber zum Präsentieren von den weihnachtlichen Neuheiten, von der neuen aktuellen Kollektion von mir. Es gibt viele neue Sachen, es gibt wunderschöne neue Perlen, neue Ernten an Perlen, und die haben wir mitgebracht, und natürlich auch die aktuelle Kollektion, und die ist heuer sehr, sehr vielseitig, sehr, sehr vielfältig, auch was die Materialien betrifft wieder. Großer Beliebtheit erfreuen sich neue, exklusive Hightech-Materialien aus speziellen Fasertechniken oder aus Carbon. Die Farbpalette reicht von schlichtem Schwarz bis hin zu kräftigen Farben wie Arizona-Türkis oder kräftigem Grün. Doch auch zarte, schlichte Schmuckstücke sind ein wahrer Blickfang. Ob zauberhaft in Weiß und Roségold mit Brillanten oder Eisdiamanten mit schwarzen Diamanten in Kombination. Bei der Adventausstellung im Schloss Biber blieben keine Wünsche offen. Perlen sind Juwelen aus dem Herzen einer Muschel. Besondere Kostbarkeiten sind Minkperlen. Sie sind eine wahre Rarität. Europaweit gibt es nur 38 Stück. Drei der schönsten präsentierte Juwelier Gressel. Neben all diesen zauberhaften Schmuckstücken halten jazzige Klänge durch die Gemäuer des Schloss Biber. Denn Elisabeth Gressel verwöhnte mit ihrer Band Big Speed die Besucher. Wir werden heute ein bisschen für die Gäste musizieren, also klassischen Jazz, und wir haben uns auch ein bisschen spezialisiert jetzt in der Vorweihnachtszeit. Das heißt, wir werden ganz bekannte Weihnachtslieder verjazzen. Das wird ganz spannend natürlich auch für uns. Ich bin heute da mit meiner Jazzband Big Speed, und die Jungs und ich werden heute die Damen und Herren ein bisschen musikalisch verwöhnen. Und das verbindet sich natürlich ideal, Schmuck und Musik, das passt gut zusammen hier in der schönen Atmosphäre. Ja, wir haben, glaube ich, eine ganz spannend, schöne Konstellation, natürlich auch als Schwestern, beide kreativ in unterschiedlichen Bereichen, beide arbeiten wir zusammen auch im Geschäft. Also für mich selbst kann man sich, glaube ich, nichts Schöneres vorstellen, wie einerseits im Schmuckbereich zu arbeiten und mit täglich schönen Dingen zu tun haben und am Abend dann noch auch mit Schönem zu tun haben und noch singen zu dürfen. Also das ist schon eine fantastische Kombi. Barbara und Elisabeth Gressel luden zum zauberhaften Spaziergang durch ihre traumhafte Schmuckwelt ein, und bei all diesen Schönheiten konnte man den ersten Adventssonntag in vollen Zügen genießen.